Wie heißt die beste Kochsendung der Welt? Richtig. Heute kann ich endlich mal meine Kalorienbombe machen, nämlich Pfannkuchen mit Erdbeeren, Vanilleeis und Schlagsahne. Aber erstmal müssen wir 4 Eier trennen. Heißt ja schließlich Eierpfannkuchen. 1. Ein bisschen übergefutscht. 2. Nummer 4, einwandfrei gelungen. Und dann können wir auch schon anfangen, die Zutaten in eine Rührschüssel einzupflegen. Angefangen mit einer Prise Salz. Eine Prise ist ja immer eine Schätzung. Nur sagen, so ist das eine Prise, ist eine Prise. Dazu kommt ein Esslöffel Zucker. Rein damit. Und ein Teelöffel Backpulver. So. Und 350 Milliliter Mineralwasser. Das ist fast voll, muss der Becher sein. Oh, von innen ist das Spiegelfleck hier. Milliliter. Das Mineralwasser muss mit Sprudel sein, sonst wird der Teig nicht fluffig. Eier nicht vergessen. Und umrühren. Fertig. Da fehlt doch noch was. Richtig. Das Mehl. 300 Gramm, kein Problem. Ja. Bewegt sich nichts. Doch, jetzt. Was noch? Exakt 300 Gramm. Vorsichtig unterrühren, keine Klumpen. Krieg. Und damit das noch fluffiger wird, rühre ich noch mein Eiweiß, das hatte ich mir noch aufbewahrt, schön mischen fest und heb das den unter. Eiweiß da rein. Schutzdeckel und fertig. Originalteigschüssel. Da kommt das Eiweiß rein. Das wären die fluffigsten Pfannkuchen ever. Und vorsichtig runterheben. Sonst verflüchtigt sich die Fluffigkeit ja gleich wieder. Sieht gut aus. Den Teig lassen wir eine halbe Stunde ruhen. Super, halbe Stunde ist um. Dann kann ich hier jetzt schon mal die Pfanne vorglühen. Was nehmen wir da? Stufe 3. Stufe 3 müsste reichen. Bratpfanne. Bisschen Öl. Der verteilt sich aber nicht so gut hier. Das ist egal, die Pfanne ist eh beschichtet. Da passiert nichts. So, dann mache ich mal ein bisschen Pfannkuchenteig rein. Das ist auch immer so eine Schätzungssache. Und dann sind wir mal gespannt. Ne? Passiert da überhaupt irgendwas? Ich mache mal doch lieber auf 5. Oha, das qualmt schon. So, jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber oh, ist noch hell. Der Pfannkuchen soll ja eigentlich ein bisschen braune Stellen haben. Warten wir noch ein paar Minuten. So, schauen wir nochmal. Sieht gut aus. Und ah, das ist doch ein Pfannkuchen. Wunderbar. Pfannkuchen kann auf den Teller. Und dann geht es auch schon ans Dekorieren mit lecker Erdbeeren. Das ist, wie gesagt, eine ganz schöne Kalorienbombe, das Ding. Da kommen ordentlich Erdbeeren rein. Erdbeerfüllung sozusagen. So, und ein bisschen Deko. Eine schöne Kugel Eis.
Klacks Schlagsahne. Und dann machen wir zur Deko noch ein bisschen Puderzucker drüber. Das Auge ist schließlich mit, ne? Voila! Bin ich ja mal gespannt. Ja, ist schon lecker, so der warme Pfannkuchen und mein Vanilleeis und wie gesagt, ist nichts für die schlanke Linie, aber im Sommer kann man es mal machen. Ich backe jetzt meine restlichen Pfannkuchen, genieße mein Mittagessen und ihr macht was Sinnvolles. Bis zum nächsten Mal.